Essen. Alles kann in einem 21-Minuten-Fenster konsumiert werden. Alles aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod, versteht sich. Aber ehrlich gesagt, sind meine 21 Minuten hier reine Auszeiten, mehr nicht. Zeit, die ich rumkriegen muss bis zur nächsten Suche. Mein Körper mag hier sein, aber meine Seele weilt am Strand. Ich bin bereits tot. Ich kenne das Gefühl. Meine Familie starb bei einem Unfall. Oh, ich hätte nie gedacht, dass du dich mir öffnest. Zufälligerweise bin ich über deine Situation im Bilde. Auch ich habe meine Familie bei einem Unfall verloren. Ich lag wegen einer Herz-OP auf der Intensivstation, weit draußen in der Stadt. Als klar war, dass ich das überstehen würde, wollten meine Frau und meine Tochter nach Hause, um ein paar Sachen für mich zu holen. Und dann haben die leeren Stürze sie erwischt. Die Stadt und das Krankenhaus blieben vom Schlimmsten verschont. Aber die Schockwelle kappte den Strom. Und meine Lebenserhaltung. Die Opfer der beiden Leerestürze waren dort. Was ist passiert? Was ist los? Meine Frau und meine Tochter unter ihnen. Hey! Ich bin's! Wohin geht ihr? Wartet! Geht nicht ohne mich! Nein! Geht nicht! Bitte! Geht nicht! Der Notgenerator der Station sprang an und der Defibrillator belebte mich wieder. Genau 21 Minuten nach meinem Herzstillstand. Damals sah ich meine Familie zu. Wegen meines verdammten Herzens wurden wir getrennt. Aber irgendwann wird es dafür sorgen, dass ich sie wiedersehe. Es definiert mich. Ich bin Hartmann. Seither erkunde ich die Strände anderer. Ich folge den Fußspuren meiner Familie für eine Weile. Und wenn ich müde werde, kehre ich hierhin zurück und forsche weiter. Irgendwie lustig. Selbst wenn mein Herz stillsteht, der Schmerz bleibt. Hast du Familienfotos, Sam? Schade. 5 Minuten bis zum Herzstillstand. Sagst du mir, warum ich hier bin, bevor du in den Strand zurückkehrst? Natürlich. Es gibt eine Prepper-Station in diesem Gebiet. Unsere Forscher dort untersuchen Material aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod. Was für ein Material? Die Erde hat ein langes Gedächtnis. Ihre Schichten erzählen eine Geschichte, die bis zum Anfang zurückreicht. Eine, die sogar den gestrandeten Tod überstand. Die Forscher sind alle Kollegen von mir aus der früheren Expedition. Ich möchte, dass du sie ins chirale Netzwerk bringst. Amelie schlug vor, Forschungsposten zu errichten. An diesem Gürtel. Trotz einer weltweiten Suche ist dies die einzige bekannte Fundstätte von Fossilien. Als die Dinosaurier ausstarben. Wir glauben, dass die letzten von ihnen hier lebten. Und zwar nur hier.
Wenn das stimmt, birgt die Erde Erinnerungen an ein großes Massenaussterben. Sie könnten uns helfen, unsere missliche Lage zu überleben. Bestimmt war das Amelies Hoffnung als Teil des Vorausteams, als sie unser Zwei-Team hierher sandte. Die Vergangenheit durchdringt die Gegenwart und hilft uns, die Zukunft zu bauen. Das schärfte sie uns genau ein, ehe sie nach Westen ging. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Ach, gib Ruhe. Ich schalte dich auf lautlos. Etwas später bemerkten wir ungewöhnliche Aktivitäten in den Teergürteln bei Edge Not City. Große Teermengen begannen hochzusteigen, sich auszubreiten und verschlangen viele meiner Kollegen und einen chiralen Wegposten. Der ganze Vorfall ließ sich nicht erklären. Glaubst du, das war Hex? Ich weiß es nicht, aber wir brauchten diesen Wegposten. Es war entscheidend für die Erweiterung des chiralen Netzwerks nach Westen. Deshalb bitte ich dich um deine Hilfe beim Bau eines neuen. Er wird nicht groß. Wir haben nur eine Handvoll Ausrüstung zusammenkratzen können. Kein Vergleich zu den Knotenstädten, das ist sicher. Aber Knoten ist Knoten. Sam, integriere die Wissenscheck. Geh dann zu Amelie. Danach können wir uns wieder der wichtigen Aufgabe widmen, den Gestrand... Mach dir keine Sorgen um ihn, Sam. Die Luftmatratzen federn den Aufprall ab. Ich öffne die Tür für dich. Du hörst es, Sam. Du kannst den Auftrag an einem Lieferterminal annehmen. Bitte dranbleiben. Unser oberstes Ziel in dieser Region ist der Bau eines Ersatzes für einen vom Teer verschlungenen Wegposten. Zuerst musst du einen Bunker mit unseren Forschern ins chirale Netzwerk integrieren. Aber wir wissen weder, wie es Amelie geht, noch was Higgs im Schilde führt. Das beschäftigt uns genauso wie dich. Erst in Edge North City können wir mehr erfahren. Deshalb müssen wir zuerst diese Region anbinden. Du solltest mit dem Geologen und dem Paläontologen beginnen. Letzterer hat etwas für die Evo-Devo-Biologin. Sie solltest du also zuletzt aufsuchen. So kannst du eine Lieferung abschließen und gleichzeitig den letzten Ort verbinden. Komm hierher zurück, sobald alle drei am Netz sind. Dann können wir uns dran machen, den verlorenen Wegposten zu ersetzen. Ein Paläontologe von uns braucht für eine wichtige Ausgrabung eine Antimateriebombe. Anscheinend liegt die Schicht, die er erreichen will, unter einer Teerschicht.
Deshalb muss er zu drastischen Maßnahmen greifen. Die Bombe ist in einem Sicherheitsbehälter. Aber wenn du unachtsam bist und das Teil kaputt machst, weißt du ja, was passiert. Einer unserer Geologen untersucht im Rahmen seiner Forschung zu prähistorischen Aussterbeereignissen Fossilien. Er gräbt dort draußen schon eine ganze Weile und leidet mittlerweile unter den Auswirkungen von chiraler Kontamination. Das ist zweifellos die Folge der starken Chiraliumbelastung während der Grabung. Bevor der Bereich nicht dekontaminiert wurde, kann er nicht weiterarbeiten. Und erholen wird er sich auch nicht. Deshalb müssen wir ihm etwas Chiralium-Entferner bringen. Defibrillation. Abstand halten. Die Erdschicht, die das Team untersucht hat, stammt aus dem Ende der Kreidezeit. Aus der Zeit des berüchtigten Massenaussterbens, das die Herrschaft der Dinosaurier beendete und die Erde den kleinen Säugetieren übereignete. Es ist das jüngste der großen fünf und eines der größten Massenaussterben aller Zeiten. Unser Team hat etwas wirklich Bemerkenswertes entdeckt. Kommst du darauf, was es ist? Einen Fossilienstrand. Sollte es, dann hat er eine gewaltige Entdeckung gemacht. Deshalb, Sam, ist es wichtig, dass du diesen Chiralium-Entferner schnellstmöglich lieferst. Und noch etwas, Sam. Bei diesem Auftrag transportierst du eine Antimateriebombe. Ein Bridges-Paläontologe in einer Grabungsstätte braucht sie. Anscheinend liegen die Fossilien, die er untersuchen will, unter einer tiefen Teerschicht begraben, die er aufsprengen muss. Ich hoffe, du weißt, dass du mit Sprengstoff äußerst vorsichtig sein musst. Aber zur Sicherheit nochmal. Sorge dafür, dass der Behälter unversehrt bleibt, egal was passiert. Sam, bitte vergiss nicht. Du musst mit dieser Antimateriebombe extrem vorsichtig umgehen, besonders wenn du sie mit einem Schweber oder Fahrzeug transportierst. Alle Unregelmäßigkeiten sollten Alarm auslösen. Ignoriere ihn nicht.